Stella Markerschlag, hoş geldiniz. Heute machen wir ein neues Reaction-Video. Wir haben vorhin Mustafa Ceceli und Mabel Matiz angeschaut. Ja. Und jetzt gucke ich mit Semir zwei Sängerinnen an aus der Türkei, Derya Uluk und Tuba Yurt. Ich kenne beide nicht und die haben aber viele Klickzahlen, also hohe Klickzahlen. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Dann fangen wir an mit Göremedim Bidesen Bak. Ich hab's nicht gesehen. Guck du mal nach. So. Hört sich an wie ein Horrorfilm. Okay. Das hab ich jetzt gerade nicht erwartet, aber okay. Das ist echt wie so ein Horrorfilm irgendwie. Das sind so Arme irgendwie. Die armen Vierteln. Couldn't see you try. Was? Irgendwie waren das so Hate-Kommentare gegen sie. Ah. Hast du dich erwartet, ne? Ich auch nicht. Dieser Twist irgendwie von Gesang und dann so auf Rap. Okay. Interessant, muss ich jetzt mal. Crazy. Interessant. Jetzt das. Das mit der Rap habe ich auch. Ja. Jetzt das nächste Video. Du düster. Tuba Yurt. Haben sie entführt oder? Die ist ja hübsch. Was passiert da? Das Lied heißt Hurpatsch, also Schlag und auch weg. Trainiert der die oder wie?
Das Lied konzentrieren, weil ich auf das Video so gucke. Der chillt da. Hat ja nichts. Okay. Interessant. Interessant. Ja, Semir. Wir haben jetzt zwei Sängerinnen aus der Türkei gesehen. Für mich auch sehr neu. Und für dich sowieso. Was sagst du? Das erste Lied hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also sehr, sehr gut. Auch das mit dem Rap-Twist dann auf einmal. Mhm. Fand ich richtig cool. Das zweite vom Lied her war okay. Das Video war aber mega krass. Beziehungsweise habe ich gar nicht so krass auf das Lied achten können wegen dem Video. Mhm. Ja. Okay, ich fand jetzt beim zweiten Lied bei Vurkac fand ich den Chorus schön gesungen so. Ansonsten finde ich, hat mich der Song jetzt nicht so gepackt. Und beim ersten war ich natürlich auch von dem Rap-Twist so überrascht. Hat auch so richtig gepackt. Vor allem, weil in den Hate-Kommentaren stand ja irgendwas, oh, sie macht irgendwas mit Rap. Also ihr Rap wurde wohl gehatet so. Und dann kam sowas. Cool und dann vom ersten Lied. Und dann kam so ein Bam und dann hat sie gerappt. Ja, so das erste war auch sehr kritisch irgendwie und hat sehr viel gesehen. Mhm. Beim zweiten war es jetzt nur ein Setting so, irgendwie saßen die nur am Tisch und passierte jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel. Nur das Spiel gegen sie und den Mann so. Ja. Ja, so halt. Schreibt gerne in den Kommentaren, welches Lied euch mehr gefallen hat. Derya Ulu oder Tuba Hyot. Und genau, falls ihr mehr Empfehlungen habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Und falls euch die Reaction gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert für weitere Videos. Und genau. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Video.